Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Die Zwerge. Wir haben hier gerade ein Lager der Albe gefunden und hier wurden Experimente an Zwergen durchgeführt. Zu welchem Zweck diese Experimente durchgeführt werden, wissen wir nicht, beziehungsweise wurden. Wir haben dem Treiben jetzt hoffentlich ein Ende gesetzt. Wir haben einen Schatzsucher befreit. Er hat Sternenreißer, heißt das Schwert, glaube ich, von König Giselbart aus den Ruinen der Fünften geholt. Und das werden wir uns auch gleich mal ansehen. Und Geralda hat hier ihre dunkelelfischen, ihre albischen Fähigkeiten bekommen. Wir schauen uns einfach mal dieses Zwerg hier an. Das ist nur ein Busch. Ich dachte, da wären Krabbelfiecher in dem Käfig. Zum Glück nicht. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt, und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ja, in der Tat. Ziemlich fremdartig, besonders für eine Zwergenwaffe. Ein Rucksack mit allem, was... Das können wir uns nicht weiter anschauen. Dann sehen wir uns hier noch ein bisschen um. Es gibt hier ein toter Alb. Wahrscheinlich der Alb, den wir erschlagen haben. Ja, hier einfach weiterlaufen. Was ragt dem denn noch zum Körper? Ist das seine Waffe? Ich glaube, das ist sein Schwert. Keine Ahnung, wir schauen mal. Der Alb wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann, daher bekam ich meine Kräfte. Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Geraldas Trank. Oha. Ein kleiner Zettel, ne? Und dann holt er da so ein riesiges Blatt raus. So, was gibt's denn hier noch anzuschauen? Braue Geraldas Trank. Betrachte die Behälter. Ich würde mir lieber erstmal die Leichen hier drüben im Käfig angucken. Namora und Vorgas sind hier. Das sind wohl einige der vermissten Dorfbewohner. Du fragst dich, ob die Albe sie zum Spaß oder durch ihre Experimente getötet haben. Du hoffst, dass sie nicht lange leiden mussten, auch wenn du es wohl besser weißt. Na super. Sehr positiv hier wieder alles. So, gibt es hier sonst noch irgendwas, vielleicht in diesem unteren Bereich, wo wir uns umsehen können oder sollten? Hier oben auch nichts. Es wird zumindest nichts angezeigt. Nun gut. Was gibt's hier noch? Achso, das war, glaube ich, die Ausrüstung des Schatzsuchers. Nebst dem Schwert. Ja. Okay. Ja, wir schauen mal kurz ins Inventar. Nach diesem kleinen Fläschchen, oder was wir gerade bekommen haben. Rezept. Ah, okay. So sehen also Rezepte aus. Das Rezept für Geraldas Trank. Ja, eigentlich schwarz die Flüssigkeit, ne? Oder zumindest dunkel. Wurde uns verraten anhand der Beschreibung. Nun gut. Ja, wir können hier leider gerade nicht mit den Leuten reden. Wir schauen uns mal diese Behälter hier an. Fässer voller Blut. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber ja, es wird dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Ja, Gewürzblut, natürlich. Ein bisschen nachweihnachtlich hier noch. Na, dann benutzen wir mal dieses kleine transportable Labor hier. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Mager und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Geraldas Trank zu brauen. Na dann, komm doch mal rüber, Andokai. Ich
Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Giraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Giralda ihre Kräfte gibt? Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andokais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Was? Sie hat sich unserem Schutz anvertraut. Okay, wir haben sie eigentlich dazu gezwungen, mit uns mitzugehen. Und jetzt sollen wir sie einfach so vergiften. Nope, nope, nope. Das ist immer noch Mord. Egal, was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andokai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andokai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Giraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andokai drückt dir 2 Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Giralda zu verbergen. Das Gift wollen wir ihr wirklich nicht geben. Also, ich hoffe ja immer noch, wir können sie dazu bringen, irgendwie sich von dieser Sucht zu lösen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wir werden das herausfinden. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Giralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Es brennt! Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die 2. Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Giralda vor dir zusammen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andokai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben. Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der 6. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Boah, ist sie böse. Das hätte ich ihr echt nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass sie uns so hintergeht, also... Boah... Dafür würde ich sie natürlich auch sofort eigentlich aus der Gruppe schmeißen, ne? Ja, ganz klar. Das wäre hier ein Grund, sie wirklich rauszuschmeißen. Ich denke, ich werde den Cut machen, werde nochmal laden. Und dann werden wir mal gucken, was passiert, wenn wir ihr versuchen, das Gift zu geben. Denn das interessiert mich jetzt und ich würde Giralda auch gerne behalten, ne? Auch gegen Andukais Willen. Da hat sie mich echt ganz schön hinters Licht geführt. Unglaublich. Shit. So, dann schauen wir mal. Wir geben jetzt Giralda, also das Gift, das natürlich in Wirklichkeit der Trank ist. Es sei denn, es wäre beides Gift. Wir finden das jetzt einfach mal heraus. Sicher, hier ist der Trank. Wir sind dem Rezept genau gefolgt. Du reichst Giralda das Gift. Sie nimmt es dankend entgegen, öffnet den Verschluss und trinkt gierig einige Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich tun? Das Gift scheint keinen Effekt auf Giralda zu haben.
Hat Andokai sich geirrt? Oder hast du ihr die falsche Fiole gegeben? Gute Nacht, Tungdil. Du nickst und sie zieht sich zurück. Ehe du dir Gedanken darüber machen kannst, was gerade passiert ist, fasst dir jemand an die Schulter. Jetzt gibst du ihr doch das Gift? Anscheinend habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich hätte die Fiolen nicht vertauschen sollen. Du hast sie vertauscht? Du wolltest mich reinlegen! Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der sechs. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Sie muss sterben, Tungdil. Sie ist zu gefährlich. Nicht nur für diese Gruppe, für das gesamte geborgene Land. Du lässt die Maga mit einem kühlen Blick stehen und legst dich zur Ruhe. Doch der Schlaf will sich nicht einstellen. Am nächsten Morgen stehst du nach einer kurzen Nacht als Erster auf und willst mit Geralda sprechen. Anstelle der Zwergin findest du an ihrem Rastplatz nur einen Brief unter einem Stein. Ich habe dich und die Maga überhört. Was mir zustieß, wollte ich nicht. Ich kann nichts dafür. Deswegen werde ich mich dafür auch nicht umbringen lassen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Leb wohl und gib auf dich Acht, Geralda. Du steckst den Brief nachdenklich ein. Sie ist entkommen. Ja, na super gemacht. Also wir werden sie so oder so los. Und das, wo wir sie halt noch nicht mal irgendwie im Kampf eingesetzt haben. So, und wir haben für, naja, 9 Tage ungefähr Essen. 1, 2, ich würde hier drüben gerne nochmal vorbei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da ist dann Nummer 10. Ich hoffe, wir finden irgendwo unterwegs nochmal Essen. Also, das passt mir natürlich überhaupt nicht. Ja, dass Andokai uns reingelegt hat. Ich meine, so lebt Geralda wenigstens noch. Aber wir gucken mal, was daraus noch erwächst. So, hier gibt es gar nichts. Okay, gut zu wissen. Da hätten wir uns den Umweg natürlich auch sparen können. Ich hoffe, wir kommen mit dem Essen hin. Bei Einbruch der Nacht findet ihr euch auf einer heißen, mit spitzen Felsen übersäten Bergflanke wieder. Ihr würdet so ziemlich jeden anderen Ort für ein Nachtlager bevorzugen, aber es ist zu dunkel, um noch weiterzugehen. Mitten in der Nacht wirst du von Boindil geweckt. Gelehrter, riechst du das nicht? Es sind Orks in der Nähe. Du atmest tief ein, aber außer dem allgegenwärtigen Schwefelgeruch dieser Gegend riechst du nichts. Dafür siehst du Bewegungen in den Schatten und bist sofort hellwach. Ha, na super, ein Kampf. Ja, schade, ich hätte Geralda natürlich gerne mal irgendwie benutzt im Kampf. Er scheidet jetzt leider aus. Das fand ich blöd, ne? Also Geralda ist die ganze Zeit super blass geblieben. Und ich weiß nicht, ob die am Ende nochmal da jetzt irgendwie als unsere Feindin, ne? Weil wir haben ja versucht, sie umzubringen, nochmal auftaucht oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall unzufrieden damit, wie es gelaufen ist. Also ich denke, wir werden hier wieder diese Gruppe benutzen. Ne? Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt mit Andokai. Müssen wir irgendwelche Fähigkeiten noch umlegen? Ich denke eigentlich nicht. Nee, okay. Och, hier geht schon los. Andokai heute mal an vorderster Front. Ja, finde ich gut. Was mir eigentlich? Was ist denn da? Und da liegt irgendwie ein Ork am Boden oder so. So, wir machen das mal so. Jerun übernimmt hier vielleicht die linke Flanke. Der hat er irgendwie so einen Schwinger oder sowas? Nee, hat er nicht. Was gibt's? Dann. Ja. Übernimmt wohl Tungdil die linke Flanke. Der kann hier hoffentlich Leute runterschmeißen. So ein bisschen. Mal gucken. Vielleicht sollten wir auch einfach zusammenbleiben. Auf den Weg. Aber wir gucken mal, wie das funktioniert. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja?
So, wir lassen die beiden einfach mal hier sich so ein bisschen Seite an Seite positionieren. Gerne. Was denn? Dann gucken mal, wie es Andokai hier ergeht. Chancenlos. Oha. Ist der runtergefallen? Nee, der ist nicht runtergefallen. Okay, von rechts kommen ja auch noch Orks. Können uns dann also in den Rücken fallen. Das macht unsere Taktik uns ja so ein bisschen auf diesem schmalen Grat da zu verschanzen, natürlich ein bisschen hinfällig. So, Tungel, aktivier mal der Amulett und dann zeig mir mal, ob du hier Leute runterschmeißen kannst. Das würde mich dann doch interessieren. So, Jerun darf hier seine Fähigkeit einmal aktivieren. Fähigkeit aktivieren, Jerun. Ja, bitte. Ja, danke. So. Und hier wird das Amulett einfach einmal aktiviert. Und dann hauen wir erstmal so drauf. So, schau mal, Tungel. Nee. Da haut es auch zur falschen Seite, ne? Die Gegner. So, dann ziehen wir uns hier so ein bisschen zurück, damit wir zusammenbleiben. Wo ist denn Andokai? Ja? Ach, Andokai hat es da runtergehauen, oder was? Ja. Also scheinbar ist Andokai gestorben, ne? Super. Hervorragend. Das hätte ja funktioniert. Ja, bitte? Keine Ahnung, wodurch sie da jetzt runtergehauen wurde, oder was? Wir haben ja eigentlich keinen Angriff mit Rückschlag hier durchgeführt. Also wirklich gar keine Ahnung gerade, was da schiefgegangen ist schon wieder. Was gibt's? Ich habe leider in dem Moment auch nicht hingeschaut. Ja? Wohl gekämpft und doch verloren. So, Funke darf hier bei Lindis ein bisschen helfen. Was muss man denn eigentlich? 50 Angreifer töten, okay. Kommt mal ein bisschen her, Leute, dass wir so ein bisschen dichter zusammenrücken. Ja, unsere Heilerin ist jetzt natürlich leider gerade erledigt worden. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Na, mal schauen, wie wir damit klarkommen. Irgendwie wird es schon funktionieren, hoffe ich. Ein gutes Training. So, was macht Belindis da? Ah, Jerun geht's nicht so gut, ne? Da bräuchte eigentlich ein bisschen Unterstützung. Ja. Können wir ihm leider im Moment nicht geben. So, dann sorgen wir einfach dafür, dass er hier ein bisschen zurückkommt, obwohl. Wenn hier so hässliche Typen gerade sind. Ja, mit dem müsste Jerun eigentlich ganz gut fertig werden. So, Belindis müsste abgelöst werden, glaube ich, hier vom Fronteinsatz. Müssen wir mal gucken, wie wir das zustande bringen. Ja, Tungel, lass ihn mal durch. Tungel, Alter. Der fette Zwerg hier wieder, ne, blockiert alles. Ach, Jungs, Mädels. Wer auch immer. So, Belindis, hier einmal zurückziehen, bitte. Funde übernimmt für dich. Funde übernimmt für dich, habe ich gesagt. Ach, ey, die lässt sich da auch einfach nicht zum Rückzug bringen, ne? So, Funde. Übernehmen, bitte. Na, also, geht doch. So, 23 von 50. Ach, guck mal, da drüben leben noch irgendwie welche. Oh, haben wir jetzt neue gezogen? Wir haben neue gezogen. Okay, so. Was gibt's? Windes, guck mal, dich und den Typen hier. Komm dir. Du darfst ja auch ein bisschen was Sinnvolles machen vielleicht. Weiter!
Wunden zum Beispiel ein bisschen helfen, wäre total gut von dir. Also erstmal das Amulett aktivieren. Ja, bitte? Ach, Balindes hat hier schon wieder einen neuen Gegner. Na, herrlich. Hehe. Einfach hier hinten hinrennen. Noch mit den anderen zusammenkämpfen, auf jeden Fall. Ja? Wäre gerade eine gute Sache, glaube ich. So, der ist tot. Den hier haben wir auch erledigt. Ach, lass mich durch. So, kommt mit. Kommt mit. So, die können wir hier nicht irgendwie runterfetzen, die beiden. Ach, Jerun hat noch einen Laufbefehl gehabt. Was gibt's? So, wo ist denn hier? Hier war doch. Ah, hier. Da ist er. Ach, den kriegst du auch so, Balindes. Ne? Mhm. Mach den einfach alle. Wie viele müssen wir denn noch? 20 noch. Oh Mann, das nimmt gar kein Ende hier. So, wir haben mal runtergeschmissen zu Andokai. Und weiter. So, Leute, wie sieht's denn aus? Kommt ihr mit? Guter Plan. Einfach hier ein bisschen näher vorrücken. Und weiter. Aufpassen auf dem Rücken. Dann erledigen wir hier ganz schnell. So rund schnappt sich den Typen hier. Ach, Balindes hat auch einen direkt vor sich. Okay. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Abscheuliche Kreatur. Abscheuliche Kreatur, aber echt hier. Erledigt. So, und zack. Wo geht's weiter? Da hinten irgendwo. Gerne. Leute, mir nach. Oh, hier geht's nicht lang. Okay, alles klar. Nein, hier gibt nicht Sinn. Gerne. Kommt mit. Ja, dass Andokai da reingeworfen wurde irgendwie. Gerne. In diesem Feldschlot. So früh im Kampf ist natürlich doof. Ich meine, wir schaffen es hier auch ganz gut ohne unsere Heilerin, aber sie ist halt nicht nur unsere Heilerin, sondern auch eine sehr mächtige Kämpferin. Teilt sehr schön Schaden aus, auf jeden Fall. So, sind die beide tot? Haben wir da gerade zwei Typen mit einem? Ja, Leute, kommt ihr mit? Unterstütze mich ein bisschen im Kampf. So, den haben wir runtergedrängt einfach. So, mal sehen, ob der erst stirbt oder erst runtergedrängt wird. Ich glaube, er stirbt erst. So, 7 müssen wir noch erledigen. Guter Plan. Sehr guter Plan, meinst du? Ergibt Sinn. Hier geht's nicht weiter. Was? Wieso bin ich umgefallen? Ist Jerun in mich reingerannt oder was? So, Leute, wir müssen ja wieder zurück, hier geht's nicht weiter. Guter Plan. Ja. Hat man ja gesehen, wie klasse dieser Plan war. Wo sind denn hier die letzten hässlichen Schweineschnauzen noch? Ergibt Sinn. So, ich stelle mich hier mal zentral auf. Gerne. 7 müssen irgendwo noch sein. So, jetzt sehen wir uns mal kurz um. Man kann sich leider auch nicht an den Geräuschen orientieren, weil das halt wirklich nur Hintergrundgeräusche sind. Ach, guck mal, hier haben wir eine riesige Zwergenstatue. Ist jetzt nicht die beste Steinmetzarbeit, die ich jemals gesehen habe. Ach, guck mal. Wo kommt er denn her? So, mir nach, Leute, in den Kampf. Geworfen. Und weiter. Ja, und weiter. Ganz genau. So, ist das der letzte? Nee. Danach fehlen noch 2 irgendwie. Wie sieht's denn aus? Können wir den töten? Ja. Ich schub's ihn einfach hier runter. Geht das? Erledigt. Naja, so halb. Okay, 2 fehlen noch irgendwo. Guter Plan. Interessant. Ergibt Sinn. Die müssten ja dann. Ach, guck mal, hier haben wir schon einen. Ach, da kommen noch ein paar. Sehr gut.
Quatsch. So, ich füttere mal einfach den hier. Und dann fallen wir den hier in den Rücken und das wandern alle. Hervorragend. Ja, kein spannender Kampf hier. Nach dem Kampf hast du endlich Zeit, Luft zu holen. Du schaust der Reihe nach zu den anderen, ob es allen gut geht. Bavragor wirkt wie weggetreten und schwankt mit jedem Schritt, den er macht. Bavragor, alles in Ordnung? Quälend langsam wendet er dir den Kopf zu. Blut läuft aus seinem Mund an seinem Bart hinab. Ich habe einen Fehler gemacht. Alle Kraft weicht aus seinem Körper und er fällt vornüber. Aus seinem Rücken ragt ein Pfeil. Andokai, Bavragor wurde getroffen. Du eilst sofort zu ihm. Balindis neben dir nimmt seine Hand. Zu spät. Der Pfeil war vergiftet. Ich spüre es. Ich hatte eh nicht vor, ins Reich der Zweiten zurückzukehren. Aber eigentlich wollte ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen, um ruhmreich zu sterben. Du wirst nicht sterben, Bavragor. Andokai, kannst du nicht... Du drehst dich zur Maga um. Doch ein Blick in ihr Gesicht nimmt dir jede Hoffnung. Kaum merklich schüttelt sie den Kopf. Wir sind auf dem toten Land, nicht wahr? Lasst mich sterben. Dann kann ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen. Mein Trotz wird stärker sein als das Verlangen, Böses zu tun. Bevor du widersprechen kannst, legt Boindil dir eine Hand auf die Schulter. Du weißt selbst, wie stur wir sind, Gelehrter. Wir sollten ihm seinen Wunsch lassen. Wenn er sich auf uns stürzen will, dann erledige ich ihn selbst. Auch du hast davon gehört, dass getötete Zwerge auf Expeditionen ins Tote Land dem Blutrausch für einige Tage die Stirn bieten konnten. Doch du willst einen besseren Weg finden. Du willst... Bavragors Atmung wird immer flacher, bis sie schließlich komplett aussetzt. Während Balindis noch neben dir schluchzt, erhebt der Steinmetz sich plötzlich. Sein Gesicht ist blass und seine Augen wirken abwesend. Nichts passiert, von dem ich mich aufhalten lassen würde. Ich sagte doch, mein Trotz ist stärker. Keiner von euch weiß wirklich, was er sagen soll. Und schließlich treibt Bavragor euch dazu an, den Weg fortzusetzen. Du siehst dem Steinmetz seinen inneren Kampf an und weißt nicht, wie lange er ihm standhalten kann. Mit einem mulmigen Gefühl setzt ihr euren Weg fort. Ja, schade, hier ist man auch wieder ein bisschen vom Buch abgewichen. Eigentlich ist das schon sehr viel früher passiert. Und dadurch kam da auch noch ein bisschen mehr Dramatik in die Handlung. Und das hat man hier aber einfach abgekürzt, leider. Ich weiß nicht genau, warum. Und ja, dadurch das Ganze jetzt so ein bisschen unheroisch. Aber gut, so ist das eben. So, Tungdil, Level 10, was haben wir denn bekommen? Macht. Die Wucht von Tungdils Aktionen und Angriffen steigert sich für kurze Zeit erheblich. Ach ja, wenn es passiv wäre, wäre das super. Als aktive Fähigkeit finde ich es nicht so geil. Rodario, Level 10, überzeugen. Rodario redet auf seine Feinde ein und kann sie überzeugen, auf seiner Seite weiterzukämpfen. Das allerdings könnte eine sehr coole Sache werden. Namora, die kann auch wahlweise überzeugen. Namora verwirrt die Gedanken von Gegnern. Sie werden entweder betäubt oder kämpfen kurzzeitig auf Namoras Seite oder aber schattentot. Namora erscheint hinter einem Gegner und fügt ihm Schaden zu. 75% Wahrscheinlichkeit zum nächsten Gegner zu springen. Bis zu 10 Gegner. Oh fuck yeah, das nehmen wir. Viel besser als überzeugen. Zumindest viel cooler. Ob es besser ist, muss ich noch herausstellen. So, was hat Vorgas bekommen? Granatenwerfer. Vorgas feuert Granaten ab, die beim Aufschlag explodieren. Ja, klar. Hey, warum nicht? Ist auch relativ billig. So, wir haben Nahrung bekommen für weitere 3,5 Tage. Das rettet uns jetzt den Arsch auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie wir den Rückweg schaffen, aber so viel erstmal dazu. Und wir haben 505 Gold gefunden. Echt? Wow. Eine Menge. So, Bavragor aus der Gruppe entfernt und dafür der Zombie-Bavragor der Gruppe hinzugefügt. Ah, cool. So, wir schauen mal. Zombie-Bavragor, da ist er. Der hat jetzt den Todesatem. Bavragor atmet Gegner mit fauligem Atem an. Eine Wolke entsteht, die lebende Gegner in ihr betäubt. Klagelaut lässt Gegner im Umkreis in Panik verfallen, sofern es keine Untoten sind. Und Bavragor, achso, Wut.
Afragor greift in blinder Wut mehrere Gegner vor sich an und macht viel Schaden. Passiv. Afragor steht mit vollem Leben wieder auf, wenn er getötet wurde. Geil. Zombie-Bafragor werden wir auf jeden Fall benutzen im nächsten Kampf. Ich hoffe, ich denke dann dran. So, was haben wir denn hier? Albische Experimente. Gerida ist geflohen. Etwas sagt dir, dass ihr euch wiedersehen werdet. Doch du vermagst nicht zu sagen, ob es ein friedliches Wiedersehen sein wird. Quest beendet. Okay, wir werden sie also wiedersehen. Das finde ich sehr gut. Die Festung der Fünften müsste sich auch aktualisiert haben. Ah ja, okay. Bafragor ist auf dem Toten Land gestorben und zurückgekehrt. Er sagt, er kann den Hass kontrollieren. Ihr fühlt euch unwohl in seiner Nähe, doch er ist der einzige Steinmetz, den ihr habt. Und bisher hat er euch nicht angegriffen. Da bin ich ja mal gespannt. Für heute war es das aber auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.